Nebel machen. Einen wundervollen guten Morgen, digitalen Tomatennomaden. Es ist mal wieder herrlichstes Kaiserwetter in Berlin. Wir haben jetzt, wann sind wir ins Bett gegangen? 3:30 oder sowas? Und im gestrigen Edit ist auf jeden Fall, wenn ihr das Video von gestern noch nicht kennt, ich habe es noch nicht geguckt, aber ich bin mir sicher, dass es fett geworden ist. Und jetzt machen wir uns aber auf den Weg ins Bowl, frühstücken. Allererster Snap. Es gibt Essen, wir sind im Bowl und wir haben Kuchen und wir haben Smoothie und wir haben Matcha und wir haben nochmal Bowl. Frühstück vorbei, ja, ich muss eigentlich in 4 Minuten die S-Bahn nehmen, aber ich schaffe das schon. Und zwar, das war nämlich überlecker. Das passiert jetzt keinen, du musst zum Friseur. Genau, ich muss jetzt nämlich Haare schneiden lassen. Aber Leute, wisst ihr eigentlich, dass wir jetzt gerade in der gleichen Zusammensetzung zusammensitzen, wie wir alle nach Athen fahren? Seid ihr excited? Ich bin excited. Läuft! Das war jetzt auch das erste Mal seit 7 Wochen, dass ich den Bart gekürzt habe. Aber ich finde es sehr gut. Es war vorher schon sehr unaufgeräumt. Und jetzt wieder smooth arbeiten. Und zwar genau dorthin. Wir sind 1, 2, 3 Leute und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 technische Geräte. Okay, es ist unglaublich kalt und auch wenn ich Handschuhe anhabe, meine Hände frieren so hart. Aber wir waren jetzt das erste Mal auf dem Markt. Es war ein bisschen enttäuschend. Es waren noch 2 Stände, aber wir haben immerhin ein paar Orangen, ein paar Birnen. Was haben wir noch? Petersilie und Avocados, genau. 8 Avocados für 1 Euro. Also ein bisschen hat es sich dann doch gelohnt. Wir sind wieder rein, sind einigermaßen wieder erwärmt. Kleinen Snack Birnen mit. Das ist hier einfach mal meine neueste Errungenschaft. Kennt ihr das? Das ist Maulbeeren-Sirup mit Sesampaste. Klingt merkwürdig, schmeckt aber einfach über. Lecker. Folgt ihr mir schon bei Snapchat? Ich habe heute angefangen zu snappen. Ihr habt schon einen kleinen Ausschnitt gesehen. Wenn ihr mir noch nicht followt, Robert Gladitz auf jeden Fall suchen und followen. Da wird in Zukunft noch einiges kommen. Ich werde in das Thema Snapchat voll reinspringen. Und vor allem nämlich auch morgen oder vielleicht sogar heute, je nachdem wann ihr das Video guckt, gibt es die erste Q&A-Tomatenshow. Und bei der Q&A-Tomatenshow will ich die Fragen von Snapchat live nehmen. Und deswegen, wenn ihr irgendwas wissen wollt zu den Themen digitales Nomadentum, Online-Marketing, Social Media, YouTube, Reisen, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, egal was auch immer es ist, was euch interessiert oder zu mir oder zu Stefan oder zu Berlin oder zu wo auch immer, schickt mir mal einen Snap mit eurer Frage und die ersten 5 Snaps, die ankommen, die landen dann nämlich im Video in der Tomatenshow und werden von mir beantwortet. Deswegen Robert Gladitz followen und auf jeden Fall einfach mal einen coolen Snap rüberschicken. Und jetzt haben wir natürlich noch den heutigen Content-Part im Köcher. Wundervoll. Thema für heute, eine Frage, die manchmal ich mir auch selbst stelle und oft auch von anderen höre. Und zwar, wann platzt denn endlich so richtig der Knoten und wann geht es denn so richtig ab? Und wann kommt dieser eine Moment, in dem es dann von so nach so geht? Und diese Illusion muss ich euch leider einfach mal nehmen. Denn es gibt nicht diesen einen Moment. Aus meiner Sicht geschieht so nicht Entwicklung. Es wird nicht so passieren, dass es läuft alles irgendwie in die gleiche Richtung. Und dann auf einmal gibt es ein lebensveränderndes Ereignis. Und dann auf einmal geht es alles genau in die richtige Richtung. Und alles rastet komplett aus. Und der Horizont tut sich auf. Und die Wolken brechen. Und die Engel singen. Und auf einmal rastet es völlig aus. Und es geht los. Das wird leider nicht passieren. Ich liebe diesen schönen Spruch, Success is lots of small things done well. Erfolg ist viele kleine Dinge gut zu machen und nicht auf die paar großen Dinge abzuzielen, sondern wirklich jeden Tag sich zu fragen, was kann ich machen?
Und da gibt es natürlich so ein paar altbekannte Säulen. Nummer eins, Leidenschaft und Begeisterung reinzubringen, Dinge zu machen, die einen selbst einfach, ja, die einen morgens aus dem Bett heben und man eigentlich gar nicht liegen bleiben mag, weil es alles so geil ist und weil es alles so viel Spaß macht und man sich da austoben kann. Und wenn man genau dem nachgeht, was einen selbst erfüllt. Weiterer wichtiger Punkt, natürlich Mehrwert liefern. Mache ich etwas, was anderen Menschen hilft? Verändere ich Leben? Verbessere ich einfach, löse ich Probleme? Verbessere ich konkrete Situationen? Mache ich Dinge, bei denen andere Menschen sagen so, boah, danke, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Wenn man das hat, dann ist man schon mal immer auf dem richtigen Weg. Dritter Punkt natürlich auf jeden Fall, bin ich kontinuierlich dabei? Stecke ich Zeit rein? Hustle ich? Mache ich da viel? Denn von nichts kommt nichts. Es gibt es auch ebenfalls diesen schönen Spruch und das ist, ja, sehr, sehr, sehr viel Wahres dran. Außerdem natürlich progressiv und innovativ, denke ich immer weiter, überlege ich, wie kann ich bestimmte Ineffizienzen auskosten, wie kann ich das besonders irgendwie mich abheben, wie kann ich einfach immer mich weiterentwickeln, wie kann ich Stück für Stück mich wieder neu erfinden und immer wieder neue Dinge machen, die mich begeistern und die für andere immer mehr bringen. Also auf die kleinen Dinge kommt es an, investiere ich noch die zusätzlichen 15, 20 Minuten, um bei meinem Video-Edit wirklich die Bilder auf die Musik anzupassen? Oder nehme ich mir abends vorm Schlafengehen noch die Zeit und beantworte noch schnell die 10 Kommentare, die beim heutigen Video reingekommen sind? Oder stelle ich noch schnell die Softbox aus, um mein Essensfoto schön zu fotografieren, um es dann hinterher bei Instagram zu posten? Oder nutze ich einfach das crappy Licht? All diese kleinen Dinge entscheiden wirklich über den Kurs. Was wir täglich machen, täglich, das entscheidet, wo es letztendlich hingeht. Und das soll natürlich nicht heißen, dass wir direkt von heute auf morgen alles richtig machen, sondern alles super funktionieren und 100%. 80% sind auch schon ziemlich geil und sorgen dafür, dass es sich weiterentwickelt. Aber je mehr wir machen, desto besser wird's. Aber vor allem hört auf diesen einen magischen Moment zu warten, denn der wird nicht kommen. Bei mir gab es den auch nicht. Es gab natürlich viele bedeutende Dinge, die auf jeden Fall einiges verändert haben, wie zum Beispiel, dass ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen. Dann habe ich vor Weihnachten, vor einem guten Jahr, als es noch das Rohkost einmal gab, habe ich ein E-Book rausgemacht, ein Kooperations-E-Book mit ganz vielen anderen Bloggern und YouTubern, das mir über Nacht mehrere tausend neue Leute an Land gebracht hat. Das hat richtig viel verändert. Dann natürlich, als ich das Rohkost einmal eins gedroppt habe, um all ins Business einmal einzugehen, das hat richtig viel verändert. Dass ich dann kurz darauf das Tomatenshow-Modell gestartet habe, das hat richtig viel verändert. Dass ich dann einen Monat später bei der DNX in Berlin einen Vortrag halten durfte, das hat einiges verändert. Und natürlich dann, als ich den YouTube-Kurs gestartet habe, das hat einiges verändert. Und genauso jetzt wieder, nahezu täglich, nahezu wöchentlich, passieren einfach immer wieder Dinge, die für einen neuen Kurs sorgen, aber diesen einen Moment, den gab es nicht. Der heutige Tag ist wirklich das Einzige, was zählt, denn das ist nämlich auch das Einzige, was wir wirklich selbst in der Hand haben. Und deswegen sollten wir uns immer wieder fragen, was kann ich heute Konkretes machen, um meinem Ziel, meinem Traum, meinem Idealzustand immer ein kleines Stück näher zu kommen. Und diese kleinen Dinge, wenn wir die täglich machen, immer und immer und immer und immer wieder und in die kleinen Dinge wirklich auch irgendwie Liebe und Blick fürs Detail und Leidenschaft und Begeisterung reinlegen, dann können diese kleinen Dinge sich über Zeit gesehen zu etwas ziemlich, ziemlich Großem aufsummieren. So, nachdem wir uns jetzt kurz drin aufgewärmt haben, ein bisschen gearbeitet haben, ist jetzt Zeit für ein Abendessen. Wir gehen jetzt nämlich Sushi! Ich habe ein bisschen Hunger, deswegen habe ich mir ein kleines bisschen bestellt. Also ich habe jetzt den Teller und diesen hier hinten. Ja, Charlotte, bring einen, los! Hau so einen echten Charlotte-Klassiker raus. Erzähl über... Wenn du das ins Video reinmachst, dann bin ich nie wieder in einem Video. Oh. Das werden wir sehen. Gerade wieder zu Hause rein. Es ist schon gut spät, aber es steht noch eine ganze Menge Arbeit ins Haus. Stefan sitzt noch am Video-Edit. Ich habe auch noch einiges zu tun. 11:45 ist es jetzt. Bald geht's aber ins Bett. Das war's für heute. Schöner Tag, hat sehr viel Spaß gemacht. Mit der ganzen Bande lecker gegessen. Heute Morgen auch lecker gegessen. Heute auf jeden Fall ein kulinarisches Highlight dieser Tag. Aber auch
ziemlich produktiv. Ich glaube, das Video ist auch ganz nice geworden. Das ist jetzt für mich immer so ein bisschen Überraschung, denn dadurch, dass Stefan die editet, sehe ich die natürlich erst, wenn sie fertig sind. Dann so ein bisschen, Das sorgt natürlich noch dafür, dass ich selber noch ein bisschen größerer Fan der Tomatenshow werde, weil es für mich auch eine Überraschung ist. Lasst mir auf jeden Fall noch einen Kommentar da. Kennt ihr irgendeinen Menschen, bei dem es so einen richtigen Peng-Moment gab, bei dem es so richtig... Wenn ihr sowas kennt, lasst mir mal einen Kommentar da. Ich kenne auf jeden Fall... Ich kenne keinen. Gerne Feedback zum heutigen Content-Part da lassen und dann sehen wir uns morgen. Tschüss, ihr Lieben. Ach ja, fast vergessen. YouTube-Kurs läuft natürlich noch jetzt für euch. Heute ist jetzt schon Mittwoch. Das heißt, der Kurs ist noch bis morgen Abend online. Heißt Donnerstag 23:59. Läuft ihr aus, wenn ihr noch dabei sein wollt, wenn ihr noch den Boost für euren Channel an den Start holen wollt, dann meldet euch jetzt an. Nächster Launch wird erst wieder in einigen Monaten sein. Also, time is now.